Das hinter mir ist die Spielemesse in Hamburg. Eine neue Veranstaltung und wir sind relativ spontan hier aus zwei Gründen. Einmal, weil uns neue Dinge interessieren und einmal, weil auch ebenso spontan der Uhrwerk Verlag hier ist. Das heißt, wir werden uns hier mal reinstürzen, die aufspüren und ansonsten lassen wir uns überraschen. Es ist eine neue Sache, sie ist noch relativ kompakt und wir schauen mal gerade auch ein bisschen im Vergleich zu der Spielemesse in Essen, dem riesigen Goliath, der in zwei Wochen stattfindet. Der Geist von Patrick Götz tanzt wieder. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Ja. Wir sind am Stand vom Uhrwerk Verlag, der aber eigentlich der Stand von Spiegelkinder ist, auf der Spielemesse in Hamburg. Kannst du mir kurz erklären, wie es dazu gekommen ist, zu dieser Kombination? Ich hatte ja schon seit mehreren Monaten immer mal überlegt, ob ich auf diese neue Veranstaltung will. Und ich habe mich eigentlich dagegen entschlossen, weil der Oktober ja mit der Frankfurter Buchmesse und der Buchcon und der Spiel in Essen schon sehr, sehr voll ist und wir auch einen Umzug vor unserer Tür haben. Deswegen habe ich eigentlich gesagt, nee, diese Veranstaltung lässt du mal aus. Aber dann hat halt Spiegelkinder mir angeboten, dass ich einen Meter von ihrem Stand abhaben kann. Und dann habe ich kurzfristig vor ein paar Tagen gesagt, ja, dann machen wir das doch. Auf einem 2-Meter-Stand? Auf einem insgesamt 3-Meter-Stand ungefähr 1 Meter, ja. Ich habe halt auch wirklich nur ganz grob die Grundregelwerke als Taschenbücher und ein paar Neuheiten dabei. Also viele Sachen habe ich gar nicht dabei hier. Der Zusammenhang mit Spiegelkinder, der geht ja darüber hinaus, dass du gnädigerweise etwas vom Stand abbekommen hast. Wir haben neulich schon darüber geredet, wie es weitergeht mit der Splittermund-Redaktion und mit Uhrwerk, aber das war ein bisschen versteckt in einem Video, wo wir Pseudo-Lego gebaut haben. Das heißt, vielleicht wiederholen wir es nochmal und bringen nochmal auf den Punkt, was sind die Dinge, die jetzt fest sind, wie geht es bei Uhrwerk weiter, wie geht es mit Splittermund weiter? Ja, also der Zusammenhang mit Spiegelkinder ist natürlich, dass Spiegelkinder Claudia Heinzelmann ist, die jetzt die neue Chefredakteurin von Splittermund ist. Und außerdem natürlich eine Lizenznehmerin für Splittermond, weil sie sehr schöne Notizbücher, Würfel, Becher und andere Dinge zu Splittermond macht, die man hier auch sehr schön sehen kann. Ja. Und es ist inzwischen gesichert, Uhrwerk macht weiter? Semi-gesichert? Es ist der Plan, dass Uhrwerk weitermacht und das sieht sehr, sehr gut aus. Da auf mehr möchte ich da jetzt mich nicht festnageln lassen, aber es sieht gut aus, ja. Wie ist denn dein Eindruck hier von der Messe? Wir sind noch nicht lange hier, aber wir hatten erst, dachten wir, das ist eher was so für die Standard, sag ich mal, Spiel, aber viele Leute bleiben trotzdem hier hängen. Ja, also man muss schon sagen, es ist natürlich eine Gesellschaftsspiele- und Brettspiele-Veranstaltung. Aber wir haben auch gut Kundschaft, die hier vorbeikommt und hier hängen bleibt und fragt, die wissen, was Rollenspiele sind oder ist das sowas wie DSA oder D&D natürlich fragen oder uns auch kennen und uns sich das erklären lassen. Insofern ist das schon eine interessante Veranstaltung. Ich glaube, ich muss aber nicht fragen nach den neuen heißen Neuigkeiten, die ihr extra für die Spielemesse Hamburg gemacht habt, nachdem du nicht geplant hattest, hier zu sein. Nein, ich denke, das wäre übertrieben. Ja, also ich glaube, wir haben keine Neuheit für diese Messe gemacht. Nein. Aber derzeit läuft es weiter. Ihr gebt ja regelmäßig News raus, welche Sachen freigegeben sind, in den Druck gehen und laufen. Genau. Also jetzt im Moment warten wir noch auf ein paar Einzelteile für die Verbotenen Lande. Da ist jetzt Anfang der Woche oder Mitte der Woche ist die leere große Schachtel angekommen. Das war eigentlich das große Sorgenkind, dass die zu spät kommt. Und jetzt ist die vor noch, ich glaube, es fehlen noch 2 Bücher, die noch in die Box kommen. Und dann haben wir es zusammen, glaube ich. Alles andere ist da. Die Schachtel ist da, das ist schon mal ganz gut. Ein Buch ist da, Poster sind da, die Stickerbögen sind da, Kartensets müsste da sein. Würfelsets liegen hier schon länger auf Lager, weil wir die ja gar nicht selber hergestellt haben. Ja, also das sollte, die Verschickung des Crowdfundings sollte so um die Spielemesse passieren und wir werden es natürlich auch auf der Spielemesse in Essen haben.
Da werdet ihr sein mit Uhrwerk und zwar auch mit ein bisschen mehr als 3 Meter Stand. Da haben wir einen 48 Quadratmeter Stand. Der ist ein bisschen größer als das hier, ja. Da werden wir die Neuheiten präsentieren, unsere normalen Sachen präsentieren, einige Sonderangebote dabei haben. Sollte sich lohnen, vorbeizukommen. Und wir sollten auf der Essener Spielemesse auch einiges an neuen News vorstellen können, okay, die ich jetzt theoretisch schon hätte, die ich aber noch 2 Wochen zurückhalte, damit das geballt auf der Spielemesse passieren kann. Okay, dann unterhalten wir uns so in 1,5-2 Wochen nochmal, würde ich sagen. Ja, würde ich sagen, natürlich, ja, klar. Und ich werde mir jetzt gleich die Claudia krallen und ein bisschen mit ihr drüber reden, wie es mit der Splittermond-Redaktion dann weiter aussieht. Ja, sehr gute Idee. Sehr Vielen Dank schon mal. Bitte sehr. Claudia, die neue Chefredaktion für Splittermond, hat die Haare direkt schon farblich angepasst oder ist das ein Zufall? Das ist ein Zufall, die waren schon vorher blau, aber es passt natürlich jetzt schön. Also. Apropos schon vorher, es ist ja nicht so, dass du jetzt aus dem Nichts reinspringst und sagst, ich mache jetzt Splittermond, sondern was hast du vorher schon gemacht daran? Also ich gehöre bei Splittermond von Anfang an zum Team, habe auch beim ersten Weltband schon mitgearbeitet, mit in den Workshops gesessen, wo wir uns noch überlegt haben, haben Gnome Hörner oder nicht. Und habe davor auch schon für den Patrick Sachen geschrieben, für Myranor. Mhm. Und habe halt endlos lange Rollenspiel gespielt und meine eigenen Abenteuer geschrieben und solche Dinge gemacht. Ne? Aber in der Rollenspielproduktion hauptsächlich mich in Splittermond aufgehalten. Habe dann für den Patrick die Chefredaktion für das So nicht Schurke übernommen, mhm, das ja leider im Moment noch nicht im Druck ist, was wir gerne hätten. Aber genau, das war die erste Chefredaktion und jetzt kommt Splittermond als große neue Aufgabe, auf die ich mich sehr freue. Also. Und du wirst sie freiberuflich machen? Das heißt, du musst das mit allen anderen Sachen, die du machst, irgendwie unter den Hut bringen. Du bist ja auch Spiegelkinder, das heißt, du machst Spielmaterialien und dergleichen. Hast du so eine grobe Vorstellung davon, wie viel Prozent deiner Zeit quasi in Splittermond fließen werden? Also es ist sogar nicht nur Spiegelkinder. Ich bin selbstständig tätig als Verifikationsredakteurin bei verschiedenen Heften von Kuno und Jahr Verlag. Das heißt, Redaktionsarbeit mache ich auch in meinem Hauptberuf quasi. Und ja, so, wir haben das mal versucht, so auf eine Halbtagsstelle zu verorten von der, okay, Zeit her. Und dann werden wir sehen, was da reinpasst. Das ist natürlich ein harter Schritt von 4 festangestellten Vollzeitredakteuren, die Splittermond betreut haben, jetzt auf eine selbstständige Halbzeitstelle quasi. Das wird schon auch bedeuten, dass wir irgendwie natürlich im Produktoutput nicht mehr ganz das leisten können. Aber wir haben ein großes Autorenteam und das große Autorenteam ist ja auch zum größten Teil erhalten geblieben. Natürlich schmerzt es, die Redakteure verloren zu haben, die da waren. Weil wir alle natürlich, ne? Also wir alle lieben euch, sag ich mal. Und hoffen natürlich auch, dass sie irgendwann wiederkommen, ne? Dass sie nach einem gewissen Abstand zum Produkt und zu dem Ganzen, was passiert ist, dann auch wieder dabei sind und auch wieder als Autoren mitmachen. Das heißt, du wirst jetzt aber vor allen Dingen auch der Knotenpunkt für dieses ganze Autorenteam, die zusammenzuhalten und Sachen zu koordinieren und zu planen. Genau, ich fürchte, dass bei dem Zeitaufwand, die das machen wird, ich hauptsächlich organisatorisch arbeite, wie das immer so ist, wenn man vom einfachen Angestellten zum Chef befördert wird, macht man auf einmal gar nicht mehr das, was man eigentlich gemacht hat, sondern man macht die organisatorischen Sachen dahinter. Ja. Weniger tatsächlich schreiben, mehr E-Mails schreiben. Genau, weniger Bücher schreiben, mehr E-Mails schreiben, das trifft es ganz gut. Ja. Aber du scheinst trotzdem glücklich mit der Entscheidung zu sein, also so glücklich, wie man unter den Umständen sein kann. Es ist eine doofe Situation, aber du bist zufrieden mit der Entscheidung, den Job zu übernehmen. Ja, also es ist, wie du sagst, natürlich eine traurige Situation für die Festangestellten, die da waren, die ja auch Freunde sind. Ne? Ja. Also ich meine, es ist ja, man leidet da ja auch mit. Aber ich freue mich, dass ich Splittermond machen darf. Ich freue mich, dass Splittermond weitergeht erstmal. Ne? Das geht ja jedem von uns so gehen, die als Autoren von Anfang an mit dabei waren, dass wir das natürlich auch alle als ein Baby von uns empfinden, als ein Stück von uns sehen. Und da freut man sich, dass das Produkt weitergeht. Und auch für mich irgendwie eine große Ehre und Verantwortung, dass Leute mir das zutrauen, dass ich das mache, dass Patrick das irgendwie gerne wollte, dass ich das mache und da freue ich mich sehr. Habt ihr schon so etwas wie einen Plan, du sagtest ja gerade, es wird sich auf jeden Fall reduzieren, was den Output angeht, logischerweise, weil der hohe Output, den ihr hattet, den kann man, glaube ich, nicht einfach nicht halten dann. Habt ihr schon einen Plan, wie es weitergehen soll, welcher Art von Produkten oder ist das etwas, was jetzt erst gebaut werden muss? Also da bastel ich gerade so ein bisschen dran, was kommt, aber es gab ja natürlich schon Sachen, die waren in der Pipeline. Es gab schon Sachen, die irgendwie angefangen wurden, die dann alle auf Eis lagen, als irgendwie die Insolvenz losging. Und da gibt es jetzt auch ein paar Sachen, die wir dann auch sofort wieder aufnehmen, die wir irgendwie antreten können. Und wenn der Plan so funktioniert, wie wir uns den vorstellen, dann auch schon im ersten Quartal im nächsten Jahr auch wieder neue Produkte bringen.
Das ist schon ziemlich zügig. Ja, dann würde ich sagen, führen wir dann nächstes Jahr eine Menge weiterer Interviews. Ja, sehr gerne. Dankeschön. Begeistert, dass es ganz offiziell Lego zu Overwatch gibt, aber dass es irgendjemanden hier gibt, der wirklich eine Karte oder zumindest ein Teil davon so gut nachgebaut hat, inklusive eines kleinen Mechs für einen winzig kleinen Hamster, das macht mich gerade sehr glücklich. Insgesamt ist die Messe noch relativ klein und in Sachen Nerd-Themen ist nicht allzu viel vertreten. Die Zielgruppe ist ziemlich eindeutig. Das sind Familien mit Kindern, mit vielen Kindern. Aber wofür es sich für mich allein schon gelohnt hat, ist die Ausstellung von der Steinhanse. Hier sind Unmengen an sehr detaillierten und sehr fantasievollen Lego-Ausstellungsteilen, wo wir auch ziemlich viel Zeit verbracht haben, zu versuchen, irgendwo noch die kleinen Details zu finden. Wir machen uns auf den Weg zu dem nächsten Stream, zur nächsten Veranstaltung. Vielen Dank fürs Reinschauen und wir sehen uns. Es steht ja noch einiges an in nächster Zeit. Macht's gut! Du nimmst das auf, oder? Jetzt nehme ich es auf. Der Geist von Patrick Götz tanzt wieder. Ich nehme es auf, aber es ist noch nicht gut. Ich muss hier noch was machen. Jetzt.